Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und ja, historisch gesehen könnten wir jetzt aufhören. Weil wir sind schon größer als Sparta es jemals war. Selbst mit den ganzen Verbündeten gegen Athen. Und Entschuldigung, das war gerade Glas auf Glas. Genau. Und deswegen schauen wir mal, was Sparta hätte sein können, wenn sie ein bisschen bessere Politik gehabt hätten, beziehungsweise nicht Politik, sondern bessere Bevölkerungs Aufstufungsgesetz, sage ich mal so. Also da hätte es mehr wirklich Spartaner werden konnten und nicht nur quasi freie Nicht-Spartaner. So, wir holen uns hier jetzt nochmal einen feindlichen, beziehungsweise von der anderen Partei, einen General hier in Apollonia, weil sonst könnte es sein, dass Apollonia überrannt wird von den kleinen beiden Athen-Armeen. Athen-Armeen. Gut, gut. So, jetzt ist die Frage. Ein Strom von Waren und Münzen zwischen uns. Ja, ich glaube nicht, dass es uns sehr nach Norden zieht. Weil, ja, ich glaube eher, wir werden rekrutierend ein Spion, ja, das machen wir, das wird außerordentlich wunderbar. Unterhalt. Öffentliche Ordnung, Kultur. Warte, die haben beide schon Agenten drin. Deswegen werde ich erstmal einfach eine Spionin für eine Spionin eben machen. Und nicht so Unterhalt für Landeinheiten weniger oder Attribut für General. Das machen wir dann, wenn wir wirklich eine Armee haben, die eben einen Agenten braucht. So, jetzt fängt er an zu plündern, dieser Schwertfisch, der Gemeine. So, ich gehe mal hier hin. Tut mir leid, das kann ich nicht. Doch, kannst du. Und nächste Runde können wir den hoffentlich erreichen. Minus 7 ist natürlich, natürlich, weil er plündert. Okay, der geht jetzt weg, das ist in Ordnung. Hier müssen wir auf jeden Fall was bauen. Ich weiß nicht, ob ich Musterungsfeld hier, ja, da und, also hier die... Das sind die. Na, ich glaube nicht, dass ich hier was rekrutiere, sondern eher hier und dann nach Pundentium rübergehe und hier und zu den Alpen. Also ich will mich so ausbreiten wie die Römer und die Karthager. Also ich will die hier das Meer besitzen oder kontrollieren. Und vielleicht auch hier oben das. Mal schauen. Auf jeden Fall so, dass wir die ganzen Handelswege und so weiter rein theoretisch besitzen und kontrollieren. So. Futter ist alles gut. Bewegungsreichweite ist auch nie verkehrt. Nahkampf, Abwehr und Angriff. Pferdezüchter. Mhm. Aha. Was gibt's hier Neues? Handel und Regionswohlstand. Dann könnte ich hier hinten Korruption, Steuersatz, öffentliche Ordnung. Das ist eigentlich auch ganz geil. Das ist so, ja, ein wichtiges Dreieck, sag ich mal so. Gut. Dann weiter geht's.
Sorry, das. Apropos, ja, stimmt. Das. Also, ich nehme es gerade auf um 3:30. Also, in einer halben Stunde muss das online gehen. Das wird aber nicht passieren, weil das. Erstmal schneiden und rendern. Seht und. Ihr denn nicht gemeinsam während. Nö. Rendern und hochladen, das dauert mindestens. Mindestens bis 5. Mindestens. Also wahrscheinlich kommt die Folge jetzt um 6 hoch. Wieso hohe Sezessionsrisiko? Das stimmt doch gar nicht. Wir hungern nach einem. Ah, cool. Okay. Das hätte ich auch vollkommen ignorieren können. War das alles? Wunderbar. Geheimaktion brauchst du jetzt nicht. Konvertierung ist auch nicht schlecht. So. Dann schnabulieren wir dich mal und du sabotierst mal ein bisschen. Bekommst ein bisschen Erfahrung. Das ist alles wunderbar. Pella bekommt ein. Ein Fisch. Du bekommst einen Fisch. So. Jetzt ist die Frage, ob wir denen den Krieg erklären. Also, weil gerade haben wir ja nur Athen und Syrakus. Okay. Wir schauen mal, wie die uns finden. Die mögen uns eigentlich, ja, ganz in Ordnung. Die mögen uns gar nicht. Ach, das ist Rom. Ah, ja, okay. Die mögen uns. Oh, da kann ich. Seid willkommen und sprecht frei. Handel. Das ist schon mal gut. Eure Worte sind mit denen können wir Handel treiben. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Diese Worte bringen meinem Herzen. Also ich konnte so. Ja, vielen Dank. Ich rede gerade. Mit denen konnten wir gerade nur so wenig machen, weil das eine Satrapie von Syrakus ist. Genau. Und Ägypten. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden und womöglich vieles zu vereinbaren. Das ist eine Frau. Alter. Ein Tempel kann auf zwei Säulen errichtet werden. Wir finden keine Einigung. Warte, nicht. Ah, nicht Angriffspakt haben wir schon. 1000 ist zu wir haben 900, für 49 Gold. Ja. Bei denen warten wir noch mal kurz, bevor wir den Krieg erklären. Weil vielleicht können wir die als Pufferstaat zu. Oh. Zu Rom benutzen. Also, dass Rom nicht von Norden kommt, sondern immer nur von Westen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Zügellose Piraterie, Jagen, Rang erhöht, natürlich ja tot. Jetzt schon. Kind ist geboren, das ist super. Jetzt schon ein natürlicher Tod. Ja, dann gehe ich halt wieder in die Stadt rein, ihr Komiker. Aber dann zieht er sich wieder zurück. An sich könnte ich auch. Ja. An sich könnte ich auch versuchen. Ich gehe mal hier hin. Dann kann der sich nicht mehr zurückziehen. Oh nein. Oh, es tut mir leid. Nicht. Ich schau mal hier. Ich scoute mal hier rein. Okay, das sind seine letzten beiden Armeen oder einer der letzten Armeen von ihm. Genau, jetzt würde ich mal schauen, mögen die mich und wenn ja, ihr seid willkommen. Handelsabkommen. Nee. Ich bin sicher, nee, eure Waren Angriffs finden irgendwo Verwendung. Pakt. Aber nicht bei uns. Moderat. Okay, und jetzt Handelsabkommen. Ach du. Oh, warte mal. Neapolis wurde übernommen. Ach. Das ist ja interessant.
irgendwie Rom ist, ist nicht so erfolgreich gerade, ne? Also auch in Makedonien ist es, also im Makedonien-Let's Play sind die ja ultra schlecht. Und dabei ist... warte. Ich muss gerade schauen. Das ist gut. Ja, Schmuggler. Warum auch, wieso Schmuggler? Geschossschaden und Waffenschaden für die Begleitarmee ist natürlich immer gut. Genau, an sich ist Rom ja eine ziemlich einfache Anfangsfraktion. Weil die Armee von denen einfach super gut ist. Aber, ja. Das ist ziemlich interessant, dass normalerweise ist Rom auch ziemlich gut. Und jetzt zweimal hintereinander, ja, sind die sehr schlecht. Gut, egal. Militärausbildung. Und du gehst mal hier hin. Jetzt ist ja nicht so wichtig. Warte, beziehungsweise hier machen wir mal das da. Also da, damit wir wieder ein bisschen mehr Nahrung haben. Also 27 ist schon ganz gut. Also für das normale Rome Total War 2 Spiel. Im Add-on Attila ist es dann so, dass es ein bisschen realistischer ist. Also da hat man so immer, wenn es gut läuft, dreistellige Nahrungszahlen. Aber ist ja klar, wenn man ein ganzes Reich verwaltet, dann reichen irgendwie 27 Brote nicht so aus, ne? Gut. Ja, dann warte mal. Ich will den eigentlich hier nicht wegtun. Wegen den beiden Flotten. Aber ich will wissen, was hier passiert. Ich will wissen, was da passiert. Aber ich kann nur eins von gehen, ja. Gut, dann schauen wir mal einfach nächste Runde nochmal. Ariminum ist auch weg. Rom, was ist los bei dir? Was ist los bei dir? Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Hä? Wir machen doch gar nichts. Für 1300, ja. Ich meine, Syrakus ist jetzt auch nicht so... so der erste Feind, den ich sehe. Da ist Rom schon ein bisschen heftiger. Gut, natürlicher Tod. Sezession! Ah, sieh mal einer an. Ist klar, Probleme. Ah, der ist rausgegangen. Haha. Gut, Sezession, aber nur hier oben, ne? Ja, das ist in Ordnung. Da gehe ich mal mit der... Warte. Dieser Penner ist jetzt in eine andere Fraktion reingegangen. Was ist denn nur los mit denen? Wieso... Oh, wieso gehen die... Wieso gehen die alle in... Feindliche. Jetzt muss ich dich da auch töten, ne? Ja, selber schuld. Gut. So, du bist aber mir treu, ja. Super. So, ich belagere mal weiter. Und dann mit meiner Spionin gehe ich mal Richtung... Ah, okay. Hier, der Puffer ist jetzt weg.
Interessant. Okay, ich könnte hier zwar noch eine weitere Armee eröffnen, aber ja, wobei ich glaube, ich mache das. Vermächtnis. Stratter der Nike ist halt ja schon Level 2. Deswegen nehme ich die mal auf. An die Arbeit, Männer. Also. Bürgerkavallerie, Hopliten. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Okay. Erstmal so viel. Ah, genau, hier. Dieser Mann war einst ein Sklave. Als Sklaventreiber ist er jedoch grausam und unbarmherzig. Sein mangelndes Mitgefühl und regelmäßige Prügel verleitet die Sklaven zum Aufstand. Ihn befördern? Ja. Das wäre. Ja, es wäre schon spartanisch. Spartanisch, meine ich. Quasi Sklaven unterdrücken ist doch super gut. Ihn degradieren, ja. Also Sklavenausstand können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. So. Okay. Da machen wir mal eins weiter und dann nächste Runde werden wir hier das. Ja. Warte. Der nervt so. Aber ja, wenn er sich einbuddelt, das ist kein Problem. Rang erhöht. Kind ist nochmal geboren. Die Peitsche ruht. Nach der Degradierung als Sklaventreiber stieg die Moral der Sklaven deutlich an. Niemand verwendet einen Gedanken an einen Aufstand. Das ist gut. Okay, immer noch. Bürgerwehr ist total egal. Pikiniere sind Difficulty. Niemand wird. Aber sobald ich wir hungern nach einer Schlacht. Sobald ich eine zweite Armee habe, ist alles gut. Zu euren Diensten. Für Tod und Ehre. Ich spiele das, dann kann ich den General töten. Beziehungsweise nicht töten, also ich töte den ja nicht. Also er, er stolpert und ich meine, es ist Krieg. Wir erwarten eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! So, komm mal her. Komm mal her. So. Ein Verräter gegen einen potenziellen Verräter. Wer wird gewinnen? Okay, stimmt jetzt ab. Wer wird gewinnen? Der Verräter oder der einst in meiner Familie war und hochgeachtet und jetzt ist er einfach nur blöd. Ach so. Krass, die Ente sind alles Zwillinge. Uiuiui. Schreit euch doch nicht an, ihr könnt doch reden. Vor mir steht keiner. Yeah. Ja, ich brüll den Baumstamm an. Yeah.
Okay, wie viel steht's? 101 gegen 113. Oh, ja. Nahkampfeinheit verliert. Wir spulen mal ein bisschen vor. 90, 110, wieso? Ich mach mal einfach langsam. Unser General ist gefallen. Sehr gut. Jetzt kann der Rest kommen. Das ist mit der jetzt total egal, weil die wird sowieso aufgelöst. Sobald der General stirbt, stirbt die komplette Generalseinheit. Was wirklich schade ist. Weil wenn der General durch irgendeinen blöden Steinwurf oder so auf einmal stirbt, dann ist halt so, schlimmstenfalls eine 9er, also eine Gold 3 Einheit tot. Und das ist halt total nervig. Die Männer wanken. Ja, jetzt schau mal, wo du hingehst, ne? Ja. Zum Glück gibt's keinen Friendly Fire. Also wären jetzt 90% meiner Pferde tot. Mindestens. Eigentlich alle. Also vor allen Dingen, die da wären jetzt alle tot. So. Gut. Nein, mein General ist gestorben. Das ist ja super schlimm. Ah, der hat so gut abgeschnitten, weil er Stufe 6 war. Aha, das macht Sinn. Ein edler Tod. Ein ehrenhafter Tod. Schade. Wirklich tragisch. Wir werden versklavt. Tja, dann machen wir es wieder so. Gut, dann, damit ihr das heute auch noch miterleben dürft oder mitschauen dürft, würde ich sagen, das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Ja, hören wir jetzt auf und ich lade das jetzt runter. Gut, hoch. Meine ich nicht runter. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die kurze Folge gefallen. Wobei kurz, also es ist schon wieder 25 Minuten. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bisschen. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye.